Hallo liebe Body Challenger, mein Name ist Tanja, ich bin Coach und wir zeigen euch heute die besten Bauchbeine-Po-Übungen für zu Hause. Genau, ich bin Body Challenge Coach Alicia und ich wünsche euch viel Spaß. So, jetzt Mädels fangen wir an mit den Kniebeugen. Einmal machen wir die Standard-Kniebeugen, hier stehen wir in dem Hüftbreitenstand und zum anderen mal die breiten Kniebeugen, mehr für die Innenschenkel, die Adduktoren im Breitenstand. Alicia, geht mal beide bitte langsam tief. Ganz wichtig, bleibt mal unten kurz von der Ausführung einfach Po richtig runter in die Kniekehlen, Brust raus, Rücken gerade, Bauch angespannt. Ihr könnt ruhig unten kurz halten, nach oben kommen. Jawohl, und wieder tief gehen. Und etwas langsamer wieder nach oben gehen. Wichtig, bitte die Knie nie durchstrecken, immer leicht gebeugt halten, kurz unten halten und langsam wieder nach oben kommen. Kniebeuge ideal für die Po-Muskulatur, für den Beinbeuger und den Beinstrecker. So, die nächste Übung ist der Auswahlschritt, auch wieder toll für die Gesäßmuskulatur. Bitte langsam tief kommen. Achtet drauf, damit das Knie hinter den Zehenspitzen bleibt. Langsam nach oben kommen. Jawohl, langsam tief gehen. Einatmen, beim nach oben gehen ausatmen. Noch einmal bitte, langsam tief gehen. Einatmen, nach oben kommen und ausatmen. Klasse Mädels. So, die nächste Übung, in die Schulterbrücke kommen. Po zusammenkneifen, die Fersen recht nah ran, jetzt den Po nach oben. Wichtig, die Bauchspannung, Bauch anspannen, ein Bein strecken. So, und jetzt ganz langsam tief gehen, einatmen und nach oben hoch aus. Dabei den Bauch anspannen, tief gehen, einatmen und nach oben aus anspannen. Einatmen tief und nach oben ausatmen. Sehr schön. So, jetzt kommt meine Übung, ganz wichtig, vor allem auch für die Frauen. Das Ganze ist nämlich für den Trizeps, ja, auch ganz schön für die Frauen. Und die Frauen haben einfach ein schwächeres Bindegewebe, deswegen, um die Arme straff zu halten, den Trizeps trainieren. Diese Übung nennt sich Dip, könnt ihr ganz einfach machen, eben mit einem Stuhl. Achten wir bitte mal auf die Ausführung. Gehst du mal bitte tief langsam, Alicia. Schön tief gehen, die Ellenbogen möglichst eng halten. Kontrollier das mal bitte, Tanja, dass die Ellenbogen ruhig eng hält. Und langsam nach oben hoch. Perfekt. Das Ganze wiederholen. Das ist eine Übung, die relativ schwer ist. Da könnt ihr die Beine auch ein bisschen auseinandernehmen, dann wird das Ganze leichter. Habt ihr die Beine geschlossen oder gar übereinander, dann ist das Ganze intensiver. Beim Tiefgehen wieder einatmen, beim nach oben gehen ausatmen. Jetzt eine ganz tolle Übung. Habt ihr keine Handeln parat, dann nehmt euch zwei Wasserflaschen, einfach füllen, habt ihr 1,5 Kilo. Das Ganze für die Schultermuskulatur, auch der Trizeps ist dabei. Die Schulterpresse. Jetzt einfach mal nach oben bitte. Gehen zusammen, jawohl, und tief gehen und genau darauf achten, dass die Arme nicht zu tief gehen. Die Arme ruhig noch ein bisschen mehr strecken oben. Perfekt und tief und bitte beachtet auch, dass hinten die Schulterblätter schön zusammen sind, der Rücken gerade ist. Alicia, wie sieht's aus? Macht sie das gut? Ja. Okay, geh mal in die Kniebeuge noch zusätzlich tief und mach weiter. So können die Übung noch intensiver gestalten, bitte perfekt für die Po-Muskulatur. Die Übung ist jetzt wirklich anstrengend und intensiv, und zwar ist es der Seitstütz. Kennt man auch aus dem Pilates. Wichtig, einfach eine absolute Linie im Körper ergeben, Bauch anspannen, Po anspannen und dann einfach zur Handfläche schauen. Ganz wichtig, zur Handfläche schauen und jetzt langsam eindrehen, einatmen und nach oben ausatmen. Tanja, kontrollierst du das Ganze, dass der Bauch auch fest ist? Ja, und einatmen und ausatmen. Sehr, sehr gut. Und tief eindrehen. Super für die schrägen Bauchmuskulatur, für die komplette Rumpfmuskulatur, ja. Die Schulter muss natürlich stützen. Perfekt. Und Atmung. Jawohl. So, die Übung jetzt sehr intensiv für die Bauchmuskulatur, vor allem für die unteren Bauchmuskeln. Macht das ruhig zusammen. Nehmt eine gute Freundin, nehmt euren Mann zur Hand. Und jetzt seid hier. Los geht's. Tief schucken. Okay, du bremst die Beine aus der Bauchmuskulatur und wieder nach oben hoch. Klasse. Und ruhig ein bisschen fester schucken, das soll anstrengend sein. Jawohl, klasse. Und nochmal. Nach oben ausatmen. Klasse. Nochmal, noch vier. Und noch drei. Noch zwei Stück bitte. Und den letzten einmal noch. Jawohl, klasse. So, jetzt für die schrägen Bauchmuskeln. Bitte mit dem linken Ellenbogen zum rechten Knie nach oben kommen und ausatmen. Und langsam bitte, langsam hoch, ausatmen, tief Kinn weg von der Brust lassen bitte. Jawohl, sehr gut. Nach oben hoch. Das natürlich Crunches, schräg
auch für die schrägen Bauchmuskeln, nicht nur für die seitlichen. Perfekt, Mädels, richtig gut. So, wie war's Workout? Super, ja. War echt mega anstrengend. Okay, hat aber perfekt. Auch viel Spaß gemacht. Ja. Und ihr seht, wir können es überall machen. Wir sind hier bei uns im Büro, ja, im Büro der Coaches. Hier finden die Ausbildungen statt und man kann es überall so machen. Im Wohnzimmer, am Strand, im Hotelzimmer, alles kein Problem. Und Lächeln nicht vergessen. Und das Lächeln nicht vergessen. Ja, und da kann man auch ein bisschen schwitzen, da sieht man auch ein bisschen Schweiß, aber alles ja auf der Stirn. Sehr gut, zeigt mal euren Bauch. Sixpack-Vergleich. Oh la la, perfekt.